Auch in Redfall bringt Arkane kreative Ideen ein, die so typisch für das Studio sind. Hallo da draußen, hier meldet sich Hagen Gehre von Gamers Global mit der Preview zu Redfall. Publisher Bethesda gab mir die Gelegenheit, schon jetzt 2 Stunden Vampire im Inselörtchen Redfall über den Haufen zu schießen. Der Shooter wird für PC und Xbox Series erscheinen und auch im Koop spielbar sein. Beim Preview-Event spielte ich jedoch die ganze Zeit solo auf PC. Die gezeigten Spielszenen stammen von Bethesda, wurden also nicht von mir aufgezeichnet. In Redfall sind die Vampire los. Das kommt nicht etwa daher, weil Dracula mit Sack und Pack dort aufgeschlagen wäre. Der Vampirismus ist vielmehr ein Unfall. Zudem kam es, als ein Konzern auf Redfall am ewigen Leben forschte. Daher sind nun die 5 leitenden Mitglieder des Projekts die Obervampire, die sich zu den Herrschern des Orts aufgeschwungen haben. Die Vampirin Black Sun hat sogar für eine ewige Sonnenfinsternis gesorgt. Ihr entscheidet euch für eine von 4 Figuren, die jeweils 3 besondere Fähigkeiten mitbringen. So platziert Devin da ein Gadget, zu dem er sich auf Knopfdruck teleportiert, während Layla unter anderem ihren Vampir-Ex-Freund beschwören kann. Grundsätzlich ist das Inselstädtchen eine Open World, die euch komplett offen steht. Dabei lauft ihr nicht nur Stumpfmarkern auf der Minimap nach, denn es gibt keine Minimap. Habt ihr ein konkretes Ziel vor Augen, markiert ihr das auf eurer Karte und tappt dann ein entsprechendes Icon auf eurem Kompass am oberen Bildrand. Das funktioniert ganz gut, damit ich mich aktiv umschaue. Grafisch wie technisch riss die Preview-Fassung keine Bäume aus. Dafür gibt es in der Umgebung interessante Details zu entdecken. Zum Beispiel ist jeder Fluss auf Redfall ausgetrocknet, was auch manchen Schleichweg eröffnet. Dazu kann ich Gebäude nach Waffen und Materialien durchstöbern, wobei gefühlt der größere Teil der Häuser nicht betretbar war. Beim Erkunden stolperte ich auch über schöne Ideen, die ganz typisch Arkane waren. So wird es zwar weiterhin taghell, aber es geht nur eine verdunkelte Sonne auf. Als die finstere Scheibe am Horizont aufstieg, murmelte meine Figur, sie bloß nicht direkt in die Sonne. Daher habe ich natürlich direkt in die Sonne gesehen, woraufhin ich die Stimme von Black Sun hörte, die mir einreden wollte, aufzugeben und selber Vampir zu werden, bis ich die Augen abgewendet habe. Ein schöner Moment. Auch sonst bleiben die Obervampire präsent, sprechen über allgegenwärtige Radios zur Bevölkerung oder im Rahmen von Hauptquests direkt zu euch. Wenn ich entdeckt werde oder Alarme auslöse, füllt sich eine Leiste. Da ich im Zuge des Events mehrere Charaktere ausprobierte, war die nie ganz voll. Doch wäre das passiert, wären die Obermotze komplett auf mich aufmerksam geworden und es hätte einen großen Angriff gegeben. Sterbe ich, starte ich wieder bei der Feuerwehrwache, dem Hauptquartier in der Mitte der Karte. Nett ist, dass sich dadurch nicht sofort der Weltstatus zurücksetzt. Als ich wiederkam, waren erledigte Feinde also weiterhin tot und auch die Spuren meiner Kämpfe waren noch zu sehen. In der Welt verteilt sind Wachposten mit Kultisten sowie lauernde Vampire. Die Vermischung der beiden Arten von Gegnertypen ist ein interessanter Aspekt von Redfall. Die den Blutsaugern dienenden Kultisten sind Standard-Shooter-Gegner, die mit einem Kopftreffer sofort besiegt sind. Anders sieht es bei Vampiren aus. Ist deren Lebensleiste geleert, müsst ihr ihnen noch im Nahkampf einen Flock ins Herz rammen. Oder ihr zündet sie an, oder ihr versteinert sie mit UV-Licht. Während euch die Kultisten aus der Ferne aufs Korn nehmen, gehen Standard-Vampire auf Tuchfühlung und teilen ordentlich Schaden mit ihren Schlägen aus. Dazu kommen weitere Spezialvarianten wie Siphons, die euch das Blut aus der Entfernung als dicken Strahl aus dem Körper ziehen. Euch zur Verfügung stehen diverse normale Schießprügel, aber auch besondere Vampirtöterwaffen wie umgebaute Signalpistolen, Flockwerfer oder eine tragbare UV-Lampe. Alle Waffen gibt es dabei Looter-Shooter-typisch in verschiedenen Seltenheitsstufen. Mit so einer UV-Lampe könnt ihr natürlich den menschlichen Feinden nichts anhaben, während Feuer eine Lösung für beide Probleme darstellt. Allgemein lohnt es sich, auf die Umgebung zu achten, um Elektroschocks auszulösen oder Explosionen zu verursachen. Doch dabei kann es auch zu Kettenreaktionen kommen. Einmal jagte ich ein Auto auf einem Parkplatz hoch, löste damit aber den Alarm weiterer Autos in der Nähe aus, was wiederum die Alarmleiste füllte. Der Slogan des Spiels Bite Back klingt nach launiger Arschtreterei. Im Kontrast dazu fühlte ich mich mit meinen Spezialskills gar nicht so mächtig und biss auch schnell ins Gras. Dazu wurde das Geschehen bei einem Alarm, der viele nahe Vampire anlockte, als Einzelkämpfer schon arg unübersichtlich.
Vor allem aber störte mich, dass ich nur 3 Waffen aktiv anlegen konnte. Öfter wollte ich mittendrin eine Waffe austauschen, doch das ging nicht, weil das Spiel beim Wechsel ins Charaktermenü nicht pausiert. Das ist wohl ein Pferdefuß dessen, dass Redfall eben doch im Grunde als Koop-Shooter designt wurde. Ebenso werdet ihr auch als Solospieler beim fertigen Titel permanent mit den Spielservern verbunden sein müssen. Damit komme ich zu meiner vorläufigen Einschätzung. In 2 Stunden habe ich natürlich nicht alles erlebt, was das Städtchen Redfall an Aktivitäten zu bieten hat. Ich habe diverse Unterschlüpfe befreit, die danach neue Schnellreisepunkte wurden, schaffte es aber nicht mehr für eine Nebenquest in ein Kino, wo ich eine Popcornmaschine bergen sollte. Auch habe ich keines der auftauchenden Nester zerstört. Die stärken Feinde in der Nähe, doch um dem am Ende zu setzen, müsst ihr in eine Art andere Dimension eintauchen. Auch die Story-Mission im ehemaligen Anwesen eines der Obervampire hatte einen Kniff mit einer Art anderen Dimension parat. Schon vorher war der Schauplatz durch physikalische Anomalien nett anzusehen. In dem Domizil führten mich Marker bis zu einer gewissen Aufgabe, für die ich 3 Objekte finden sollte. Doch aufspüren musste ich die schon selbst, wobei es in der Umgebung deutliche Hinweise gab. In der Hinsicht gefällt mir an Redfall, dass es mehr bieten will als hirnlose Ballerei und das Ablaufen von Icons. Allerdings könnte auch das zum Problem von Redfall werden. Die erste Hälfte dieser besagten Mission bot Schießerei wie auch sonst überall in der Spielwelt, während der zweite Teil sich stärker auf Stimmung und Story konzentrierte. Hier sehe ich die Gefahr, dass sich Redfall zwischen die Stühle setzt, weil den Solospielern die Koop-Shooter-Einflüsse nicht gefallen und beim Spiel mit Freunden die Story untergeht und eher die Action ausbremst. Gehypt bin ich nach meinen 2 Stunden mit dem Shooter nicht, aber durchaus neugierig auf die ungewöhnlicheren Seiten dieser Vampirplage. Mehr Infos zu Redfall findet ihr auf gamersglobal.de. Wenn euch diese Vorschau gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal da. Danke fürs Zusehen.